Hallo meine Lieben, da sind wir wieder zu einer neuen Folge aus der Reihe der Basics. Und heute ist es im wahrsten Sinne des Wortes eine Basics-Reihe, denn wir reden hier über 10 Fakten, die die Basis eures Wissens erstmal darstellen sollen zum Thema Bodybuilding. Wir gehen hier also nicht in die Tiefe und ihr wisst ja auch, dass es da draußen einen wahren Dschungel an Informationen und Wissen gibt. Und wir bei der Basics-Reihe versuchen natürlich jetzt, euch das Wissen immer nur zu dem Zeitpunkt zu geben, zu dem ihr es auch benötigt. Ich versuche euch also nicht zu überladen mit so vielen Informationen, die ihr zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht benötigt. Wichtig ist erstmal, dass ihr diese 10 Fakten über das Bodybuilding wisst und wisst, was es damit überhaupt auf sich hat. Nummer 1. Bodybuilding ist per se und per Definition ein Leistungssport. Was ist ein Leistungssport? Leistungssport bringen die meisten da draußen tatsächlich in Verbindung mit einer höheren Art der Ausführung eines Sports oder beziehungsweise mit dem Hintergrund, vor dem man diesen Sport ausführt. Sprich, ist man Profi, kriegt man dafür Geld und so weiter. Das ist aber nicht ganz die Definition. Die Definition vom Leistungssport liegt bereits schon im Namen. Eigentlich geht es darum, einen Sport so auszuführen, dass man die Leistung stetig erhöht und dies auch das erklärte Ziel dabei ist. Wenn ich also nur joggen gehe, um eine bestimmte Strecke zu bewältigen oder mich innerhalb meiner Grenzen bewege, ist das kein Leistungssport. Versuche ich aber kontinuierlich Woche für Woche meine Laufleistung zu erhöhen, gehe immer wieder an meine Grenzen, um diese zu erweitern, dann ist das Leistungssport. Im Bodybuilding steckt das bereits schon im Wort. Wir wollen einen Körper bilden. Wir wollen den Body bilden. Und um ihn zu bilden, müssen wir Muskulatur dazu bilden. Und das bedeutet, wir müssen unsere Grenzen verschieben. Nicht nur im Training, mit der Kraft und mit der Leistung dahinter, sondern natürlich auch die Grenzen, die physischen Grenzen unseres Körpers. Aus einer kleinen Brust sollen große werden, aus kleinen Armen sollen größer werden. Wir sind hier im Leistungssport und vielleicht sogar dem Paradebeispiel eines Leistungssports. Nummer 2, und damit kommen wir schon etwas tiefer rein. Wie funktioniert das überhaupt? Warum baut der Körper Muskeln auf, indem wir irgendwelche Gewichte heben? Hier ist das Stichwort die Superkompensationsphase. Ganz wichtig ist hierbei zu verstehen, dass wir während des Trainings, während wir die Hanteln bewegen, während wir die Gewichte stemmen, nicht den Muskel aufbauen. Man mag das oft denken und viele Anfänger denken das. Das heißt auch, umso mehr Zeit man im Studio verbringt, desto mehr Zeit verbringt man mit dem Aufbau. Aber das geschieht hier nicht. Ganz im Gegenteil, und das mag für manche da draußen seltsam klingen, man zerstört während des Trainings den Muskel. Nach dem Training hat man weniger Muskulatur zur Verfügung bzw. eine Verletzung in den Muskel und ist erstmal weniger leistungsfähig. Die Kurve geht also eindeutig nach unten. Erst danach, wenn man diesen Reiz gesetzt hat mit der Verletzung im Training, wird der wieder repariert. Das ist ähnlich wie wenn ihr einen kleinen Kratzer habt und die Haut erstmal wieder heilen muss. Nur, dass jetzt Folgendes passiert. Wir heilen ein bisschen mehr, als würden wir mehr Haut erstellen lassen. Hier gibt es ein bisschen mehr Muskulatur dazu. Wenn wir uns das mal grafisch angucken, dann sehen wir hier auf dieser Linie unser aktuelles Niveau, auf dem wir uns befinden. Masse, Muskulatur, Kraft, was auch immer. Unser Leistungsniveau quasi. Und hier setzt nun das Training an und ihr seht, erstmal zerstört man den Muskel im Training. Diese Zerstörung ist eine kleine Verletzung, die nennt man Mikrotraumata. Das sind kleine Risse im Muskel. Und dann hört das Training auf und ab da fängt der Körper an zu regenerieren, versucht also diese Risse wieder zu füllen und aufzubauen und den Muskel zu reparieren. Und das macht er dann aus unerklärlichen Gründen bis heute noch ein wenig darüber hinaus. Das ist die Superkompensation, wenn er nun über das normale Niveau hinausgeht und sich dann wieder einpendelt. Es gibt irgendwo einen höchsten Punkt und von da an einige Tage später also und pendelt sich wieder auf das Ursprungsniveau ein. Und wenn wir das so grafisch vor uns sehen, könnt ihr natürlich auch ermessen, wo der beste Zeitpunkt wäre, um wieder mit dem Training zu beginnen. Richtig, auf dem Peak der Superkompensation. Wenn wir genau dort beginnen, dann geschieht Folgendes. Wir zerstören wieder den Muskel, er baut sich wieder auf, er geht ein wenig darüber hinaus. Und wenn wir das mal alles verbinden, sehen wir hier eine Gerade, die steil nach oben führt und genau da wollen wir hin. Wir wollen etwas verbessern. Das Gleiche kann aber auch passieren, nur für unser Verständnis, wenn man es umgekehrt macht. Wählt man den falschen Zeitpunkt, trainiert zu häufig und kümmert sich darum, Verletzung an Verletzung an Verletzung, also Training an Training an Training zu reihen, dann geschieht Folgendes. Unser Leistungsniveau sinkt. Die Gerade geht nach unten. Das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. So funktioniert das. Das ist das Urprinzip des Muskelaufbaus. Und damit sind wir bei Punkt Nummer 3 und der wichtigen Erkenntnis, der Muskel wird nicht während des Trainings aufgebaut. Selbst wenn das manchmal so wirkt, weil ihr einen Pump habt, davon redet man ja auch. Oder man redet ja auch vom Pumpen.
Aber tatsächlich ist es nicht so, dass wir mit jeder Wiederholung den Muskel größer und größer und größer machen und währenddessen aufbauen. Nein, da zirkuliert nur mehr Blut, dadurch kommt der Pump zustande. Tatsächlich zerstören wir den Muskel erstmal, was wir auch ganz leicht merken, weil wir danach Muskelkater haben. Das ist das Gleiche, als würden wir an einer Verletzung leiden. Selbst wieder, wenn es eine Kratzer ist, dann spüren wir das natürlich. Und aufgebaut wird der Muskel erst danach, wird der Muskel erst, wenn ihr nicht trainiert. Ganz besonders im Schlaf, da wo ihr auch, wenn ihr krank seid, wo euer Immunsystem am meisten euren Körper wieder heilen und reparieren kann. Und das ist natürlich ganz wichtig für uns zu verstehen, denn damit wissen wir auch, dass die Ernährung, kommen wir später noch drauf zurück, ein elementarer Faktor ist, um euch natürlich zu erholen, um zu regenerieren. Und damit sind wir auch schon ganz schnell bei Punkt 4. Regeneration. Bodybuilding geht rein um Regeneration. Hier geht es nicht um das Training selbst, das ist die Reizsetzung, das ist der Initiator, das ist der Zündschlüssel. Allerdings, dann geht es nur noch um die Regeneration. Das Eigentliche, was das Wort ausmacht, das Körperbilden, findet in der Regenerationsphase statt, nicht in der Initiierungsphase des Trainings, was so oft verwechselt wird. Und das ist ganz wichtig im Kopf zu haben. Wenn ihr also euren Körper fortbildet, dann macht ihr das, indem ihr regeneriert. Alle Maßnahmen, die ihr ergreift, die Ernährung, die richtige Ernährung, Proteine, Supplements, dienen alle dazu, selbst Vitamine und Mineralien, um euch zu regenerieren. Euer Immunsystem muss aufrechterhalten werden. Und für manche mag es wirklich komisch klingen, weil Vitamine und Mineralien bringt man nicht in erster Linie mit Bodybuilding oder Leistungssport in Verbindung. Aber umso besser euer Immunsystem funktioniert, desto besser regeneriert ihr. Und die Regeneration bedeutet, ihr gewinnt Leistung und damit auch Muskelmasse dazu. Auch anabole Steroide, die da benutzt werden, das sind nicht irgendwelche Superman-Mittel, die euch plötzlich mehr Gewichte machen lassen auf Anhieb oder die euch ganz plötzlich irgendwelche zusätzlichen Kräfte verleihen oder die Muskelmasse von alleine aufbaut. Nein, das passiert da nicht. Diese beschleunigen die Regeneration. Mehr nicht. Ihr setzt den gleichen Reiz, aber die Regeneration wird beschleunigt. Ihr seid schneller wieder erholt. Und genau das machen die meisten Anabolen, also muskelaufbauenden Steroide. Nummer 5. Beim Bodybuilding geht es nicht nur um Muskeln. Das scheint erstmal der Fall zu sein, denn wir wollen ja Muskeln aufbauen. Ja, aber alle Maßnahmen, die wir ergreifen, berücksichtigen nicht nur die Muskulatur und den Zugewinn der Muskulatur. Es geht ja auch um Sehnen, Gelenke und das zentrale Nervensystem. Besonders bei dem Punkt, den wir davor angesprochen haben, der Regeneration. Selbst wenn euer Muskel also erholt ist und theoretisch wieder etwas leisten könnte, können es eventuell noch nicht die Sehnen, denn die brauchen länger, als der Muskel sich zu erholen, können es noch nicht die Gelenke, denn die brauchen noch mal länger und vielleicht auch nicht euer zentrales Nervensystem. Was es mit all den einzelnen Punkten auf sich hat, müssen wir hier gar nicht besprechen. Wichtig ist nur für euch zu erfahren, es geht nicht nur um die Muskulatur. Sollten diese Dinge alle funktionieren, dann ist das wie ein Motor, der flüssig läuft. Sollten Teile davon ausfallen, wie zum Beispiel Gelenke, und das seht ihr oft bei erfahrenen Bodybuildern, die schon sehr lange trainieren, die haben Gelenkbandagen an den Knien, an den Armgelenken, haben bereits Probleme damit, dann wirft euch das zurück, denn ihr könnt nicht mehr so gut regenerieren, ihr könnt auch nicht mehr so gut trainieren, ihr habt Dauerverletzungen und das ist natürlich sehr schädlich. Dann kann der Muskel sich auch nicht mehr aufbauen. Also es geht um alle Komponenten dabei und noch viel mehr. Nummer 6, ein ganz wichtiger Punkt, den ihr schon sicherlich oft gehört habt, die Ernährung. Ihr habt sicherlich schon sehr viele schlaue Sprüche gehört wie Ernährung ist eigentlich 80%, Ernährung ist 70% oder Ernährung ist genauso wichtig wie Training, 50-50 und so weiter. Ich werde auch oft gefragt, wie viel Prozent denn nun was ist. Die Ernährung, ja, die ist sehr wichtig. Beides ist aber zu 100% wichtig. Das Training muss zu 100% stimmen, ja, die Ernährung muss aber auch zu 100% stimmen. Wir können hier also nicht sagen, es ist eine 50-50-Sache, eine 70-30-Sache oder sowas. Beides muss vollkommen ausgereizt werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Gehen wir allerdings von dem Aufwand und von einer zeitlichen Komponente aus, dann tatsächlich ist die Ernährung der viel anstrengendere Part. Oh ja, denn das Training habt ihr unter Umständen nur 3 bis 4 Mal die Woche, a 90 Minuten. Wir reden hier also gerade mal von, im Höchstfall, 6 Stunden in einer gesamten Woche. Die Ernährung muss allerdings 24 Stunden am Tag, 7 Mal die Woche stimmen. Ihr müsst euch gut ernähren während des Trainings, vor dem Training, nach dem Training und erst recht, das haben wir schon vorher gelernt, Stichwort Regeneration, nach dem Training an den trainingsfreien Tagen und natürlich vor dem Schlafengehen. Denn dann braucht ihr die Nährstoffe, um den Muskel aufzubauen. So viel zur Ernährung. Die Ernährung ist genauso wichtig, ja, zu 100% wie das Training auch zu 100%, nimmt nur viel mehr Zeit in Anspruch und umso höher ihr beim Bodybuilding kommt, mit Abnehmen, mit in Form kommen, vielleicht sogar auf die Bühne gehen, desto eher ist das ein Thema. Training macht Spaß, 1,5 Stunden. Für die nächsten 2 Tage müsst ihr euch aber richtig gut ernähren und das ist verdammt hart. Nummer 7. Weniger ist mehr.
Das Ganze hier wurde ja schon sinnvoll aufgebaut. Wir wissen schon, es geht um Regeneration. Wir haben die Superkompensationskurve gesehen. Das heißt, wir wissen, wenn wir jetzt Verletzung an Verletzung an Verletzung rein, würde es nach unten gehen. Und genau das sind die Grundpfeiler des Weniger ist mehr Prinzip. Wir sind so sehr schon geprägt von unserer Schulzeit, Kindergartenzeit an, von der Gesellschaft, von allem, dass mehr natürlich auch immer mehr bringt. Wenn ich mehr Vokabeln lerne für eine Sprache und mehr Zeit investiere, dann werde ich sie sicherlich besser können und schneller die Sprache sprechen. Umso mehr ich im Haus Staub putze, desto sauberer wird es und so weiter. Das hat manchmal Obergrenzen, manchmal aber auch nicht. Im Bodybuilding ist es ganz komisch, dass man erstmal in den ersten Jahren einen riesen Erfahrungsplus hat, wenn man das bereits schon weiß. Denn die meisten müssen es erstmal schmerzlich erfahren. Hier ist weniger mehr. Weiß ich also, ich bin ungeduldig und will ganz schnell von einem dünnen Körper aufbauen, dann geht das leider nicht, indem ich sage, weißt du was, jetzt mache ich es aber richtig. Ich trainiere jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend. Ich bin fleißiger als all die anderen, zeig's denen und mache dann damit quasi in der fünffach schnelleren Zeit meinen Körper gut. Funktioniert nicht. Ihr seid leider da sehr schnell an physische und naturgegebene Grenzen. Weniger ist mehr bedeutet in den meisten Fällen, umso öfters ihr den Muskel trainiert, desto eher wird ihr wieder den ganzen Muskel abbauen. Natürlich müsst ihr einen Reiz setzen. Das Weniger geht hier nicht bis ins Bodenlose. Wenn ich ihn gar nicht trainiere, passiert natürlich nichts. Aber ganz grob gesagt, immer dann, wenn ihr merkt, dass irgendeine Muskulatur, eine spezifische Muskulatur hinterhängt oder ihr die Fortschritte nicht macht, dann ist oftmals eher der richtige Lösungsansatz, weniger zu tun, als das Ganze auch noch zu steigern. Das passiert viel öfters, gerade bei ambitionierten Sportlern, und sonst würdet ihr wahrscheinlich dieses Video gar nicht gucken, wenn ihr nicht diese Ambition bereits hättet, was aufzubauen. Die, die man sowieso schon zum Fitnessstudio peitschen muss, gut, da ist es was anderes. Und damit kommen wir auch direkt schon zu Punkt Nummer 8. Disziplin im Bodybuilding. Die Disziplin im Bodybuilding geht in zwei Richtungen. Und zwar die eine Richtung, jener Fall, den ich gerade erwähnt habe, dass man erstmal die Disziplin hat, das regelmäßig zu machen. Bodybuilding ist eine sehr langjährige Sache. Das ist nicht wie bei anderen Sport, dass man Spaß hat, während man es tut und sich dann auch noch verbessern kann. Klar, man muss viele Dinge lernen. Skateboard fahren, Skifahren, Klavier spielen, auch wenn es kein Sport ist, das lernt man nicht über Nacht. Und dann ist man vielleicht ungeduldig und will das machen. Aber man hat unter Umständen schon Spaß währenddessen. Beim Bodybuilding geht es nicht unbedingt darum, Spaß zu haben. Von 1 bis 10 zu zählen und zwar immer wieder an verschiedenen Geräten und immer das Gleiche zu machen, nun ja, das kann Spaß sein, muss es aber nicht. Und das Ziel ist dann irgendwann in 7 Jahren mal erreicht, wenn ich das mache. Und ich kann noch nicht einmal schneller werden, haben wir gerade geklärt, indem ich das Ganze vorantreibe und aus den 7 Jahren 2 mache. Das funktioniert nicht. Euer Ziel ist weit hinten und in der Zeit müsst ihr trotzdem jeden Tag, 365 Tage im Jahr, die Reize setzen, euer Training beinhalten, nicht jeden Tag trainieren, aber ihr müsst jeden Tag daran denken, die richtige Trainingsplanung haben und vor allem jeden einzelnen Tag euch richtig ernähren. Wenn das nicht mal wirklich hart ist, manche nennen das undankbar an dem Sport, aber glaubt mir, es lohnt sich. Das ist die eine Disziplin. Es gibt aber auch noch die andere Variation und das betrifft wahrscheinlich viel mehr von euch da draußen, wie schon gesagt, die sich so ein Video hier angucken. Ihr habt bereits das Feuer und den Ehrgeiz, um es dazu etwas zu bringen in dem Gebiet. Ihr müsst euch mehr zurückhalten. Disziplin ist es auch, wenn man merkt, man ist heute schwach drauf, man hat vielleicht eine Mahlzeit ausgelassen, man hat nicht so viel getrunken, das Immunsystem ist vielleicht noch leicht angegriffen, man ist ein bisschen erkältet oder könnte erkältet sein, dass man dann die Disziplin hat, zu sagen, heute gehe ich nicht trainieren. Ganz viele da draußen haben sie nicht und deswegen bleiben die Erfolge auf der Strecke. Geht ihr krank trainieren oder geht ihr trainieren, während ihr gerade krank werdet und dadurch bricht es dann so richtig aus? Oder habt ihr euch nicht richtig ernährt und geht trainieren, dann kann das alles kontraproduktiv sein. Wenn ihr euch nicht stoppt und jeden Tag die Brust trainiert, dann wird die Brust schlechter. Auf jeden Fall. Ihr werdet diese Ziele nicht erreichen. Ihr müsst bedenken, dass Disziplin es auch heißt zu wissen, wann man nicht trainiert, denn sonst kommt man ganz schnell in Probleme. Sehe all die Punkte, die wir davor haben. Und damit kommen wir auch schon zu einer logischen Schlussfolgerung. Punkt Nummer 9. Werdet nicht zu einer Gym-Rat, wie man sie so schön nennt. Verbringt nicht zu viel Zeit im Fitnessstudio. Das ist nicht das Bodybuilding. Wir wissen bereits, dort verletzt ihr euren Muskel. Und ja, das mag der Spaßpart sein. Aber mehr als 90 bis maximal 120 Minuten, also 2 Stunden, habt ihr da nichts zu suchen. Ihr geht dort nicht hin, um eure Freunde zu treffen, um viel zu quatschen zwischen den Sätzen, davor, danach und so weiter. Ihr geht dort nicht hin, um spontan noch einfach einen Muskel hinten dran zu legen oder noch die Maschine mal zu machen und die und das mal auszuprobieren und vielleicht noch bei anderen mit einzusteigen, um Bankdrückwettbewerb zu machen und so weiter. Nein, ihr habt einen Plan, ihr trainiert danach, ihr geht dorthin, nach 90 Minuten seid ihr raus. Euer Energielevel sind nicht dafür bereit, noch mehr zu machen. Und wenn ihr diesen Leistungssportfaktor haben wollt und wirklich Erfolg haben wollt,
dann müsst ihr euch daran halten. Hier ist auch weniger mehr. Verbringt nicht zu viel Zeit im Gym. Das ist nicht Bodybuilding. Und der letzte Teil, der letzte wichtige Tipp und Fakt beim Bodybuilding ist Lernen. Man lernt nie aus. Man sagt immer so schön, in den ersten 5 Jahren im Bodybuilding lernt man das Ganze und in den letzten 50 Jahren lernt man kontinuierlich dazu. Und das ist ganz wichtig für euch zu verstehen. Mit der Basics-Reihe hier bekommt ihr natürlich die Basis von dem ganzen Wissen und von dem, was ihr wissen müsst, zu einem bestimmten Zeitpunkt mit. Aber man muss sich immer fortbilden und auch ein Personal Trainer wie ich, ein Fitnesstrainer, jemand, der euch instruiert, hat nie ausgelernt. Treffen sich 2 Personal Trainer, hat der eine Wissen, das der andere nicht hat und so weiter. Und man kann auch immer dazulernen. Die Wissenschaft kriegt immer wieder Neues mit und so weiter. Das ist ein sehr dynamisches Feld und genauso müsst ihr euch dynamisch darin bewegen. Und umso mehr Ehrgeiz ihr habt und Erfolg in diesem Sport haben wollt, umso mehr solltet ihr euch immer weiter fortbilden. So, das waren die 10 größten Fakten. Damit solltet ihr auch schon was anzufangen wissen und den Bodybuilding-Sport besser einzuordnen. Beim nächsten Mal bekommt ihr den ersten Trainingsplan und dann gehen wir auch schon eigentlich zusammen ins Gym. Macht's gut, das war ein Teil der Basics-Reihe. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen und abonniert natürlich den Channel, um keine andere Folge zu verpassen. Ich bin raus, euer Gotti und bis bald.